So, da sind wir wieder zurück. Tja, sowas passiert immer, wenn ich gerade am Aufnehmen bin. So, es fehlt noch der Anker. Den haben wir hier oben. Dann dürfen wir gespannt sein, was bekommen wir? Die Spindel. Ich glaube, ich weiß noch nicht, wofür wir die hier benutzen könnten. Einen Gnom. Wenn das Steuerrad vorhanden wäre, könnte dieses Boot aus dem Wasser ziehen. Okay, dann fehlt hier auf jeden Fall noch etwas. Ein paar Diamanten oder auch Stöckchen, Rubine, was auch immer. Hier könnte ich eine Vogelscheuche herstellen. Okay. Eine Vogelscheuche. Oh, warte mal, können wir vielleicht schon die Schnur dahin legen? Nee. In Ordnung. Dort komme ich selbst durch Hochspringen nicht heran. Ich brauche etwas, um meine Reichweite zu verlängern. Gut, hier oben dürfte die Tür wahrscheinlich noch zu sein. Ja, da brauchen wir einen Schlossknacker. Haha. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie tief das Wasser ist. Ich weiß jedoch, wie kalt es ist. Zu kalt zum Schwimmen. In Ordnung. Hier haben wir ein bisschen Kies, bunten Kies. Ein paar Münzen. Da ist eine Flasche. Ein Teil davon könnte metallisch sein. Vielleicht Magneten? Magnete könnte doch eigentlich ganz gut sein. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie das nächste Minispiel. Eine Blume und noch ein Schwan. Können wir aber noch nichts machen. Was haben wir denn hier? Da brauchen wir drei Herzen. Grün, lila und blau. Da haben wir ein Käferchen. Tja, wir haben eine Spindel, ein Gnom und bunten Kies. Und ich weiß nicht wofür. Hier haben wir soweit alles fertig. Bunten Kies. Hatten wir hinten noch irgendetwas, was wir machen könnten? Ich meine den bunten Kies. Oh, nee, hier brauchen wir einen gelben. Ein gelbes Auge oder ein grünes Auge. Oder stopfen wir ihm einfach alles rein? Nee, okay. Okay, und der schickt uns wieder nach da hinten. Immer weiter rein. Okay. Ja, Vogelscheuche herstellen. Spindel, das mit einem Eichhörnchen auch nicht. Der kam auch nicht. Eine Vogelscheuche. Hallo? Etwas, was die Reichweite verlängern könnte. Ach ja, ich habe noch nie auf die Karte geschaut. Kann das sein? Schwanenbecken. Hier ist also etwas zu erledigen. Ah, gucke mal da. Oh, das ist jetzt das Tigerauge, oder? Das muss es sein. Aber mir fällt es gerade mal nur so nebenbei auf. Wir hätten uns viel Lauferei gespart, wenn wir mal früher auf die Dinges geguckt hätten. Wie? Lol, sie traut sich nicht da reinzupacken. Okay. Eine brennende Kerze. Eine Möhre? Ein Kaninchen. Okay, Moment. Wo haben wir denn hier einen Hasen? Das ist eine Ratte, eine Maus, was auch immer.
Ah, lol. Okay. Eine Sicherheitsnadel. Ein Rosenkranz. Da haben wir das Feuerzeug. So, zack, zack. In Ordnung. Kompass, Peitsche. Das ist der Wecker. Da ist der Kompass. Ne, das ist eine Taschenuhr. Verdammt. Den Rosenkranz haben wir auch noch nicht gefunden, ne? Das war ein Ast. Okay. Da ist der Kompass. Da ist die Peitsche. Die Flasche. Eine Puppe. Eine Mütze. Okay. Die haben wir hier. Eine Blume. Ein Kamm. Und jetzt noch der Rosenkranz. Ich denke mal, dass es so eine Kette ist, wie die Kirchenanhänger da alle tragen, oder? Ja, geht doch. Wir bekommen die Blume. Okay. Das heißt, es fehlt noch, was war das? Ein Schwan, glaube ich, ne? Vielleicht sollte ich doch die Dingens hier benutzen. Die Karte. Dann porten wir uns immer hin und her. So, wir haben eine Flasche mit Säure bekommen. Oh, Moment. Ich gebe mal eben hier schnell noch die Blume rein. Dann haben wir einen Platz weniger im Inventar, im Inventar belegt. Mein Gott. So. Und ich öffne damit mal das Schloss. Mein kleines Mädchen, wie groß du doch bist. Was? Verzeih mir, was ich getan habe, tat ich für dich und Elizabeth. Ist es unsere Mutter? Du warst so jung, als ich die Einladung der Königin erhielt. Aber ich konnte sie nicht ausschlagen, wir hatten nicht viel. Und ihre Versprechungen waren so groß, ich hätte es besser wissen müssen. Die Königin findet ihre Opfer durch einen magischen Spiegel. Sie lockt Frauen aus der ganzen Welt in ihr Schloss, wo sie dann zu ihren Trophäen werden. Zerstöre den Spiegel. Dann wird niemand mehr leiden müssen. Und ich kann endlich Ruhe finden. Alles klar, das machen wir doch mit links. Mutter, ich werde diesen Spiegel zerstören und dann bist du frei. Okay, ja, auch nicht schlecht, dass man so dann die Mutter mal wieder sieht. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hier fehlt ein Rosenemblem. Eine Linse, eine Münze. Das Fenster ist derart gefroren, dass es problemlos zerspringen sollte. Können wir das mit dem Gnom einschlagen? Natürlich nicht. Da geht es noch weiter. Oh, wow, was ist das? Ist ja cool. Okay, da haben wir einen Werk, etwas Rundes. Ah ja. Okay. Was machen wir mit dem Stein? Einschlagen? Eine Kugel? Ein Schlüssel. Was machen wir denn mit der Kugel? Ah, bei ihm hier. Er hat doch die Pistole in der Hand.
Etwas Wind würde diese Wolke vertreiben. Ach, da, in der Hand, lol. Ich dachte, wir müssen da bei dem Zwerg hier, weil er eine Pistole hält, da vielleicht irgendwas machen. Okay. Alles klar. Was haben wir denn hier? Da ist etwas Rotes, ein Juwel. Das findet wahrscheinlich er, oder? Nee. Gehörst du da vielleicht rein? Okay, ein Stück von der Wolke. Ah, das kommt aber wahrscheinlich drüben hin. Pass mal auf. So, schießt du? Wow. Okay. Wir haben nichts bekommen. Hier haben wir Wind. Pass mal auf. Zack. Da haben wir einen Stern. Jetzt wechseln wir wieder das Szenario. Vielleicht kommt es da rein. Okay. Dann haben wir das. Licht. Gnom und Blume. Pass mal auf. Da ist es dunkel. Die Blume haben wir. Und drei Gnome. Okay. Jetzt haben wir eigentlich schon vier, oder? Ja, da haben wir einen und da haben wir einen Dreierpack. Ein Quastenschnürchen. Da brauchen wir dann ein Emblem. Hier brauchen wir einen Kopf. Hier ist alles gefroren. Gott, hier ist auch alles. Bevor er zufror, muss dieser Brunnen wunderschön gewesen sein. So wie alles andere auch. Lassen die uns durch? Natürlich nicht. Mann, was bin ich so naiv und glaube daran. Ein goldener Schwan? Okay, wir haben nichts, womit wir dem Schneemann hier... Wozu wollen wir einen Schneemann bauen? Das verstehe ich nicht ganz. Ein Gnom fehlt noch. In Ordnung. Ich denke mal, wir müssen... Oh, hier können wir noch was machen. Ich glaube nicht, dass wir was mit dem Schneemann da machen können. Hier haben wir den Schwan her. Was können wir denn bitte noch hier machen? Oh, leere Anhänger, alles klar. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay, gut, dann sind wir hier erstmal durch. Eine Linse. Die lassen uns ja nicht durch. Ich gehe mal ein bisschen wieder zurück. Hier brauchten wir eine Rose, okay.
Das funktioniert so auch nicht. Natürlich nicht. Hier fehlt der Anker. Wo war denn? Ich glaube hier, ne? Ja. Dann machen wir das erstmal. Vertauschen die Marken, bis sie mit dem Design oben rechts übereinstimmen. Wähle die Mitte eines Ringes von je 6 Marken aus, um diese, die Uhrzeigersinn, zu drehen. Wenn du nicht mehr weiterkommst, wähle erneut. Hä? Lol, das ist doch alles... Das ist doch alles dasselbe. Mit demselben Design? Ja, aber da müssten ja 2 rote sein. Und ein grünes, und ich sehe hier alles nur blaue Tropfen. Oder habe ich gerade einen Knick in der Optik? Die drei hier, die müssten rot und grün sein. Und sowas müssten wir 3-mal machen. Ja, dann... Oh Gott. Boah. Schock. Da ist der nächste Gnom. Ja, das war aber jetzt ein bisschen Fail, oder? Ja, gut, ne? Passiert. So, der nächste Gnom. Der ist hier. So, reihe alle Gnome horizontal entlang der Mittellinie auf. Wähle und ziehe die Gnome, um sie nach oben und unten zu verschieben. Das Verschieben eines Gnomes kann andere beeinflussen. Ja, das dachten wir uns schon. Ja, mit sowas habe ich es eigentlich nicht so dolle. Na, oh, fast. Halleluja, ey. Okay, gut. Sind alle in der Mitte? Wir können noch keinen Schneemann bauen und wir können auch noch keine Dingens hier basteln. Ein Spray.
Keine, wie heißt das nochmal, so eine Vogelscheuche, genau, das habe ich gesucht. Feuer, 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 Wind oder Wasser? Ich denke mal eher Wind. Wenn ich doch nur einen Kerzenlöscher hätte. Ja, natürlich, puste doch einfach mal. Also sind die Symbole, die ich überall gesehen habe, doch nützlich. Welche Symbole? Ich muss den Vorhang irgendwie zubinden. Ja, wir haben dafür das hier. Können wir das Minispiel schon machen? Nein, können wir nicht. Es fehlt ein Puzzleteil. Gehen wir ab nach oben. Starr mich ruhig an. Ich werde immer jünger. Da wir gerade davon sprechen, ich habe eine Verabredung mit deiner Schwester. Was hat sie aufgeschrieben? Das ist der magische Spiegel, von dem Mutter sprach. Mit Hilfe des Spiegels findet die Königin die schönsten Frauen der Welt und lockt sie in ihren Schloss. Ich muss ihn zerstören, bevor sie noch mehr Menschen wehtut. Alles klar, das kriegen wir hin. Hier fehlt eine Figur. Königin, Königin, schönste, schönste. Okay. Da liegt etwas oder nee, da gehört wohl irgendwas hin. Noch drei weitere Steinchen. Ein Schürhaken. Einige bunte Sternchen, Schneeflocken. Okay, es würde wohl nicht alle. Ja, wir haben noch nicht alle Tassen im Schrank. Ich meine Schneeflocken beisammen. Alles klar, die Dominosteine. Violetter Klee. Ah, Klee. Zack. Eine Schneeflocke. Haben wir hier irgendwas, was wir öffnen können? Hier haben wir eine Schere. Was können wir denn rausschneiden? Wir müssen irgendwo die Schneeflocke rausschneiden. Wir brauchen nur eine. Okay. Zack, da haben wir sie. Den Nussknacker. Fleur de Lis. Ach du meine Güte. Tja, das klingt wie eine Blume. Da haben wir das Herz. Okay. Ein Blatt. Emblemschirmhaken, da ist das Bügeleisen. Emblem, wahrscheinlich das Q. Der Haken. Tja, Fleur de Lis und eine Ahle. Genau, ich wollte gerade sagen, die Ahle werde ich wohl eher finden. Ah, dieses Lilienzeichen, okay. Ein Schürhaken. Okay, das will da nicht hin. Klappen können.
Ich würde ganz gerne gucken, was da drauf steht auf diesem Spray. Was? Ach, der will seinen Kopf wahrscheinlich haben, ne? Da ist der Kürbis. Den brauchen wir sehr wahrscheinlich für die Vogelscheuche. Ach Mann. Vielleicht können wir mit dem Schürhaken ja auch das Dingens. Boah, lol. Oh, warte mal, da war gerade so ein bisschen was am Schimmern. Vielleicht können wir hier was suchen. Nein? Okay. Drei leere Anhänger. Vielleicht. Womit sollen wir die denn füllen? Mal gucken. Den Schürhaken können wir nicht als Anker benutzen. Na, Halleluja, lässt ihm. Oh. Er hat was fallen lassen. Eine Hellebarde, sehr schön. So, wo sind wir denn hier im Thronsaal? Hier habe ich schon was gefunden. Den Schürhaken vielleicht benutzen, natürlich. So, das sieht sehr heiß aus. Guck mal eine an. Können wir die irgendwie... Ah, ich verstehe. Wir brauchen noch zwei verschiedene Kugeln, lila und blau, soweit ich weiß. Oh nein. Können wir dich da rausbrechen? Oh, das kleine arme Ding muss doch frieren. Kannst du ihm helfen? Geht auch nicht. Okay. Ich suche dann erstmal schnell hier was zusammen. So. Was? Chrysanthemen. Ich weiß nicht, was das ist. Eine Scheibe Brot. Hier haben wir das Brot. Dann brauchen wir noch ein Messer. Ups. Ups, ups, das war nicht so gedacht. Buchstabe A. Ein Steuerrad, das klingt doch sehr gut. Ein Teleskop. Smaragd, eine Laterne. Eine Libelle, die müssen wir zusammenkleistern. Eine Krone. Da haben wir die Blume. Was hatten wir? Krone, Ei, Kerze, Ziegel. So, die Krone. Wo haben wir die Krone? Da haben wir die Scheibe Brot. Und da ist die Krone. Schauen wir uns noch den Thron an. Warum würde dies jemand herumliegen lassen? Ist es ein Hinweis? Ein Mond. Okay. Das ist also der abnehmende Mond. Ich hoffe, dass uns das irgendwie weiterhilft. So, wir gehen jetzt zurück ganz schnell zum Steuerrad. Ach, zu diesem Ding, wo wir das Steuerrad einsetzen müssen. Und zwar hier. Dann können wir da auch schon wieder was zusammensuchen. Eine Christbaumkugel. Kerzenlöscher, den werden wir sehr wahrscheinlich bekommen. Das ist doch eigentlich so ein Ding halt, ne? So ein Fingerhut mit langem Stab. Ein Fischernetz. Eine Erdbeere. Wo ist denn der Feuerlöscher hier? Ein Säckchen, okay.
Kerzenlöscher. Da ist er. Ein Medaillon. Na, Seepferdchen, ein Knoten, Krücke, eine Schere, ein Pinsel, jetzt fehlt noch das Medaillon und da haben wir's. Kerzenlöscher, sehr schön, sehr schön. Es geht voran. Ich setze hier schon mal das grüne Herz ein. Gut, fehlt noch lila und blau. Ein Zepter. Okay, cool. Schön, dass das geklappt hat. Boah, wir sind schon bei 242 von den Dingern. Was auch immer. Nein, Quatsch. Das sind diese Münzen für die Haustiere. Gut, okay. Ah, wo war das? Wo war das? Wo war das? Hier ist der Kerzenlöscher. Ah, ich verstehe. Okay, ich verstehe nicht, warum der Alchemist darauf besteht, die letzten Wünsche dieser Dummköpfe zu erfüllen. In ihren letzten Momenten wünschten sie sich immer bedeutungslose Dinge für sich ganz allein. Warum die Erfüllung des Wunsches kurz vor ihrem Tod? Das ist eine gute Frage. Ein Pulversäckchen. Ja, ich glaube, hier können wir auch noch nichts machen. Hier fehlte ein Puzzleteil. Alles klar, haben wir auch noch nicht. Und hier oben können wir jetzt, glaube ich, diese bunten Kristalle einsetzen. Nee, war nicht hier. War dann auf der Fensterbank, oder? Nee, auf der Fensterbank war es auch nicht. Grübel, grübel, grübel. So viele Ecken, an denen wir was machen müssen. Das ist leicht verwirrend. Eine Kame-Medaillon. Kame. Oh, da fehlt was. Was ist ein Kame? Da haben wir es. Ein Bild. Alles klar. Eine Chilischote. Eine Ritterfigur. Die Muschel. Dreieck Parfüm. Knoten, Kelch und Geige. Knoten, Kelch. Knoten. Falscher Knoten. Okay, machen wir mal weiter. Den Knopf, Block, Topf, Rose. Block und Topf noch. Okay, sah für mich aus wie eine Vase. So, Block. Ein Block. Hier sind zwei Briefe. Ah, der Bauklotz. Eine Ritterfigur, die können wir sehr wahrscheinlich hier reinstellen. Was zum Henker? Ich kenne einige dieser Figuren. Sie sollen alle wurden Opfer der Königin. Doch wer ist die schönste von allen? Ja, das wird wahrscheinlich unsere Schwester sein. Pass auf.
Schwester oder Mutter, eins von beiden. Aber ich dachte, dass die Figur vielleicht dahin gehört, weil die auch so blau ist. Was sagt denn unsere Karte? Wir gehen mal hier hin. Hier können wir jetzt etwas machen. Pulversack vielleicht? Nein. Das werden die Augen? Auch nicht. Mit Zepter? Nein. Was? Was können wir denn... Okay, ich bin verwirrt. Mit dem Schneemann können wir... Lass mal gucken. Ja, die Kernchen. Ach Mann. Wir könnten einen Schneemann bauen. Da brauchen wir also erstmal die Zutaten. Ja, wir brauchen eine kleine Möhre und wir brauchen noch einen Hut. Oh. Husch, husch. Ich brauche keine vielleicht dieses Insektenspray? Ah, okay. Ein paar Münzen und ein Schädel. Oh. Okay. Dann ab zum nächsten Ort. Das ist alles nichts für den Schneemann. Auch für den Schneemann. Für den... Ganz genau, ihr wisst schon was. Ah ja. Eine weitere Linse. Wo war denn jetzt das? Wo war es denn? Wo war es denn? Hier sind wir durch. Da kommen wir nicht dran. Ich gehe mal noch mal in den Turm nach oben. Wo hatte ich denn diese tollen... Ich hatte doch irgendwo schon ein Dingens eingesetzt, oder? Ich bin der Meinung, ja. Verdammt, wo waren das? Ha, wo war denn das? Wo war denn das? Und laut Dingens können wir hier auch noch irgendwas machen. Warte mal, oder haben wir das jetzt schon erledigt? Haben wir schon erledigt? Hier können wir noch machen, dass wir hier weiterkommen. Aber wo und was und... Du gehörst doch bestimmt hier irgendwo hin. Nee, nee, ich glaube, das ist nicht richtig. Wir haben doch keinen mehr dabei. Der ist viel kleiner.
lol. Okay. Dieses Ritual erfordert eine Art Pulver. Okay. Dann haben wir das auch gemacht. Einen Funken. Uns fehlt aber noch ein Stein. Ich vermute, dass ein weiterer bunter Stein wie dieser violette in diese Steckplätze gehören. Ja, aber wir haben gerade keinen dabei, ne? Und sorry für das... gerade, das war mein Handy. Ich habe vergessen, das leiser zu machen. Was sagt die Karte? Sind wir denn jetzt hier durch? Tatsache. Da oben können wir noch was machen. Hier ist alles fertig. Was können wir denn hier machen? Da ist es! Das habe ich gesucht. Oh mein Gott. Mann. Der magische Stein. Okay, Wahnsinn. Dass man so weit zurück muss, das ist echt heftig. So, magischer Stein. Das wird aber nicht das hier sein, oder? Doch. Okay. Reihe alle Juwelen so auf, dass sie mit den Farben in den Quadraten in der Mitte übereinstimmen. Wähle zwei innere Ringe aus, um sie im Uhrzeigersinn zu drehen. Drücke die Pfeiltaste, um die Farben in die beiden benachbarten Juwelen zu vertauschen. Okay, gut. Das heißt, hier rot oder wie oder was? Haben wir kein Grün. Okay. Pass mal auf, hier müssen wir Rot haben. Da haben wir Gelb. Hier brauchen wir Grün. Und hier brauchen wir Blau. So, weiter geht's. Oh je. Das wäre somit schon mal richtig, aber... Haha, okay. Warte mal. Grübel. Wenn ich das jetzt drehe, ist das bei dem Blauen. Das ist dann bei dem Roten. Ach du meine Güte. Oh, die können wir auch drehen. Oh, ist das knifflig. So, Blau ist soweit richtig. Das müsste ich jetzt nur einmal jeweils drehen, dann wäre das soweit fertig. Rot und Blau. Hä? Ist das soweit? Ja, wow. Oh, die restlichen Schneeflocken. Na endlich. Schneeflocken. Okay, dann können wir direkt hoch in den Turm. Bevor wir uns da jetzt durchklicken hier. So. Bitteschön. Platziere die Schneeflocken in den Aussparungen und bilde so ein magisches Symbol.
Wähle eine Schneeflocke, um sie aufzuheben und dann erneut, um sie zu platzieren. Okay. Alle Linien müssen ohne Enden miteinander verbunden sein. Okay, das wird ja mal wieder interessant.